Moin, Norbert hier. Ich habe mich in der letzten Zeit häufiger gefragt, ob es nicht irgendwie bessere Möglichkeiten gibt, sich auf einen Flugwettbewerb vorzubereiten, als einfach auf den Platz zu gehen und zu fliegen. Ich als Pilot besitze ein Flugzeug, auf dem ich eine gewisse Flugpraxis besitze, also zum Beispiel bestimmte Tasks geübt habe. In einem Flugwettbewerb wird mir ein Timer zur Verfügung gestellt. Im Training fehlte mir dieser bislang. Ich habe jetzt ein Android-Handy mit F3K Companion als Holster um den Arm geschnallt, damit ich systematischer üben kann. Durch die Sensorik wird ein Wurf erkannt und F3K Companion wertet für mich die geflogenen Flugzeiten aus, sagt also an, wie viel ich geflogen habe bzw. noch zu fliegen ist. Gegen die Uhr zu fliegen ist was ganz anderes, als einfach auf dem Platz zu stehen und zu werfen. F3K Companion beherrscht alle Tasks, die so in einem Wettbewerb geflogen sind. Das heißt, die könnt ihr auch zum Üben einstellen und entsprechend fliegen. Außerdem könnt ihr F3K Companion auch im Wettbewerb als Coach nutzen, um für andere Piloten die Zeiten zu stoppen. Es hilft euch dabei durch verschiedene Angaben, auf die ich hier jetzt nicht weiter eingehen werde, aber könnt ihr euch hier anschauen. Falls ihr beim Steigern eine Zeit nicht erreicht habt, könnt ihr einen Wurf durch einen Pfiff, ein kurzes Pfeifen unterbrechen und dem Programm so mitteilen, dass der Flug beendet ist. Das funktioniert erstaunlich gut für mich. Um Bodenzeitaufgaben besser zu trainieren, gibt es in dem Programm zum Beispiel den Übungstask 5x45 Sekunden, in dem ihr das Fangen in die Wurfhand und direkte Neustarten für euch optimieren könnt. Ich kann das überhaupt nicht, deswegen muss ich das einfach mehr üben. An dieser Stelle sage ich Jörg schon mal vielen Dank für das tolle Programm. Für mich hat sich der Kaufpreis mehr als bezahlt gemacht bis jetzt. So ein Holster kriegt ihr bei verschiedenen Anbietern für unter 10 Euro erworben. Ich kann ja mal unten in der Beschreibung darauf verlinken. Zum Schluss zeige ich euch noch die Einstellungen, die ich vorgenommen habe, um mit dem Programm zu trainieren. Da ist nichts Besonderes dabei. Für mich funktioniert das so. Ich wünsche euch viel Spaß beim Training und sage danke fürs Zuschauen. Tschüss.